So, herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt hier ein bisschen nachgeguckt, ne? Hier so der Geheimschlüssel, das ist der Schlüssel, den wir suchen. Y-Öffner heißt der in unserer Version. Das ist das Gebäude, bla bla bla. Ich hoffe, ich habe jetzt mir den Weg relativ gut rausgelesen. Also wir sind hier schon mal relativ richtig. Ich muss tatsächlich diese Statue hier betätigen. Ein versteckter Schalter. Ja, wer wird das nicht tun? So, und jetzt hat man rechts schon gesehen, die beiden Türen haben sich abgewechselt. Diese Schalter schalten immer Türen um. Das heißt, manche Türen gehen von zu nach auf und manche Türen, die bereits auf sind, gehen aber dafür zu. Was heißt, man muss mit den Schaltern aufpassen, man kann damit Wege freischalten, aber sich auch die Wege verbauen. Und deswegen, ja, war ganz gut, dass ich da erstmal nochmal beim Wiki nachgeschaut hatte, also erstmal Vollbild, weil man kann sich damit auch komplett verbauen. Ja, wilde Pokémon, da schalte ich jetzt erstmal, ich muss den Weg in Gedanken behalten. So, jetzt muss ich tatsächlich hier runterspringen. Und dann muss ich einen Pokémon-Kampf bestehen. So, Moment, war ich hier falsch? Doch, genau, hier ist eine Treppe runter. Ich finde Carbon. Da kann ich mal kaufen. Ist hier noch was? Mal gucken wegen Items. Ach komm, geh Bock. So, gehen wir mal hier runter. Genau, hier bin ich in dem eigentlichen Raum. So, jetzt muss ich hier erstmal. So, hier sieht man schon, rechts ist die Tür. Hier ist offen. Links ist eine gesperrte Tür. So, jetzt muss ich diese beiden Türen hier umschalten. Ein versteckter Schalter, ja, wer will es nicht tun, lalala, nein, mach ich nochmal. So, jetzt ist nämlich die Tür hier umgeschaltet, das heißt also die gerade noch zu war, ist jetzt offen. Die obere ist dafür jetzt aber zu und die Tür, die sich auch noch umgeschalten hat, also hier los. Die Tür, die sich auch noch umgeschalten hat, ist nämlich die Tür hier hinten. Das heißt, jetzt kommen wir hier, Alter. Jetzt kommen wir hier rein. So, jetzt gehen wir mal hier oben lang. Jetzt müsste da oben noch ein Schalter sein. Also, genau da. Hier sind nämlich jetzt auch wieder offene Türen und geschlossene Türen. Und da wäre quasi auch nochmal eine Tür, die uns den Weg versperren würde. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Schalter umlegen. Ja. So, jetzt müsste man sehen, dass sich hier die Tür geschlossen hat. Oh ne, okay, ist immer noch offen. Oh, da ist so ein Item drin. Ey, für eine Sonderbonbon. Oh, Alter, haben wir schon 6 Stück. 6 Gratis-Level. Echte Tier 22. So, genau. Und die Tür hier, die wäre ja zu gewesen. Die haben wir jetzt gerade mit dem letzten Schalter geöffnet. Komm, mach hin. Ja, lauf. So, das hier ist der Schlüssel. Und jetzt müssen wir zurück. Aber beim Zurückgehen müssen wir auch die Schalter wieder immer umlegen. Weil nämlich der Schalter da oben hat zwar die Tür zum Y-Schlüssel geöffnet, dabei aber der Schlüssel, der jetzt hier unter uns ist, wo wir rausgehen, geschlossen. Das heißt, wir würden jetzt hier nicht mehr rauskommen. Deswegen müssen wir jetzt quasi erstmal flüchten. Deshalb müssen wir jetzt quasi den Schalter wieder umlegen. La la la. Jetzt ist die Tür hier unter uns wieder offen. Das heißt, wir können hier wieder raus. Jetzt muss ich mal gucken. Ich lege sicherheitshalber auch mal den Schalter hier nochmal um. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Ob der auch Türen in anderen Etagen verändert hat. Oh, Alter, dieser ganze gewendete Pokémon hier. Ja, den schalten wir auch nochmal um. So. Sicher ist sicher. Da haben wir quasi wieder eine clean Ausgangssituation. Ne? Jeder Programmierer weiß, dass wenn man Werte in den Stack poppt, pusht, dass man sie dann auch wieder rauspoppen muss. Ansonsten gibt es einen Stack Crash und das ist nicht gut und genau deswegen machen wir das Geld genauso. Oh mein Gott, Ronny ist von Pushen und Poppen. Oh, Ronny ist ganz geil. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie raus. Genau, hier ist einfach offen und da fallen wir jetzt quasi aus dem Gebäude raus. Warum wir auch immer bei der Tür rauskommen, eigentlich müssten wir da oben aus den Fenstern rausfallen, aber ist egal.
So, und jetzt haben wir den Y-Schlüssel, das heißt, jetzt könnten wir das tatsächlich eigentlich direkt in Arena gehen. Wir haben ja alle. Doch, alles noch gut. Ich speichere aber auf jeden Fall mal vorher, sichern. So, jetzt können wir hier reingehen. Und diese Arena ist relativ witzig, die kenne ich noch von früher. Warum kann ich jetzt lang gehen? Hä? Ist die Statue zu? Ja, die Statue ist wahrscheinlich so. Man kann hier immer Rätsel lösen an diesen Automaten. Jeder Raum, da oben ist auch noch ein Raum, man sieht hier schon weitere Räume links von uns. Jeder Raum hat so ein Gerät. Der Gerät. Und da kann man quasi Fragen lösen. Wenn man die richtig hat, geht das Tor auf. Man kommt durch. Wenn man nicht richtig hat, muss man gegen die Trainer kämpfen. Und erst dann geht das Tor auf. Die Sache ist, ich persönlich finde die Ausdrucksweise, man muss dann gegen die Gegner kämpfen, relativ blöd. Weil eigentlich, ne, Trainer, kostenloses Training. Das heißt, wir machen das anders. Wir kämpfen gleich von vornherein gegen alle Trainer. Dann müssen wir auch die ganzen Fragen nicht beantworten, sondern können einfach direkt kämpfen. Hä? Nani? Hä? Hat das nicht früher mal geklappt? Man nennt diese Pokémon Quiz Arena. Quiz teilnehmen, wenn du kämpfen. Okay, ich dachte, ich kann die Trainer mal einfach direkt ansprechen. Öffne sich die Tür. Falsch muss kämpfen. Im Antworten ist es zu fair, dein Pokémon kämpfen gegen die Arena. Weg Raub ist es. Ja, aber ich sag mal nein, weil ich möchte eigentlich hier gegen alle kämpfen. Also, ne, Raub entwickelt sich auf jeden Fall fürs Madbo. Gut, jetzt könnte man natürlich auch spitzfingerig sein und sagen, auch nein wäre richtig, weil Raub entwickelt sich ja erstmal zu Saftkorn. Das ist jetzt die Frage, was meint ihr hiervon? Ich würde gerne gegen alle kämpfen. Nein. Falsch. Yay! Genau. So. Sehr schön. Okay, ich brauche unsere Sockenverstärker, als ich dachte. Kein Problem. Wie gesagt. Kosmos Training kann nicht schaden. So, jetzt ist die erste Tür offen. Aber ich habe doch früher einfach immer gegen die Trainer gekämpft. Was glaubst du, wie heißt der Feueratem? Was? Ah, vielleicht sollte ich doch ein bisschen aufpassen, ne? Das sind alles Feuer-Pokémon. Feuer-Pokémon können schon ganz schön wehtun. Ne? Das ist doch das, was ich meinte, dass wir auch ein paar Feuer-Pokémon brauchen werden in der Liga, weil das halt gegen Psycho-Pokémon das effektivste ist. Halt wegen Glut und sowas, ne? Glut sind ja relativ starke Attacken. Pokémon sind jetzt allgemein gesehen nicht so stark, ne? Aber halt gegen Psycho-Pokémon ist so schon relativ gut. Und natürlich gegen Pflanze, klar. Also gegen Pflanze hat man. Gegen Pflanze ist also andersrum. Pflanze ist das einzige, wo gegen Feuer so wirklich super effektiv ist. Was willst du denn hier, Mädel? Achso, halt, ich muss ja hier links, rechts rein. So. Kann ich den einfach ansprechen? Glaubst du, es so schafft? Ich muss echt mal die ganzen Rätsel machen? Was ist denn das für ein Dreck? Ah, über dein Wissen. Was war da gerade? Ich mach einfach mal nein. Nein! Hab ich gerade gespeichert? Treffe jetzt. Ich hab gar nicht gespeichert. Oh, das ist doch scheiße, die Wand dann. Oh. Halt die Fresse! Ich will sterben! Nein. Alter, die haben aber die machen echt schon ganz schön Damage, ne? Doch einmal laufen hier.
Okay, also gegen den kann ich einfach so kämpfen. Das ist total bescheuert, ey. Aua. Hä? Was ist denn los? Oh, Alter, leck mich doch. Was soll denn der Scheiß jetzt? Fick mich doch mal alle. Ja. Boah, Alter. Da kriegst du eine Macke gerade. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.